Stell dich doch bitte einmal kurz vor und erzähl uns, was du studierst. Hallo, ich bin Marco, komme aus Deutschland und studiere jetzt International Water Management an der Hochschule Seeland in Vlissingen im ersten Semester. Ja, vielen Dank, dass du dich heute für ein Interview zur Verfügung stellst. Was genau ist denn Water Management und was macht man da so? Beim Studienprogramm International Water Management beschäftigt man sich in erster Linie mit den speziellen Eigenschaften des Wassers und lernt diese anzuwenden auf die verschiedensten Bereiche, wie zum Beispiel Trinkwasseraufbereitung, Hochwasserschutz oder auch Qualitätssicherung. Wie kam es dazu, dass du dich für den Studiengang Water Management entschieden hast? Aufmerksam geworden bin ich auf diesen Studiengang bei einer Messe und habe mich daraufhin weiter im Internet informiert. Okay, und wie hast du die verlangten Sprachkenntnisse erworben? Meine Sprachkenntnisse habe ich größtenteils aus meiner Schulzeit und habe zusätzlich noch eine Englischsprachreise im Frühling in Malta gehabt. Du bist ja in die Niederlande umgezogen. Wie hast du dort eine Wohnung gefunden? Die Wohnung habe ich im Internet gesucht und habe auch ziemlich schnell eine gefunden. Allerdings kann man auch das Studentenwohnheim am Anfang nutzen. Und wie gefällt dir Vlissingen so? Wie ist das Studentenleben dort? Ja, Vlissingen ist eine kleine Hafenstadt. Die Hochschule Seeland hat ein breites Spektrum von Kulturangeboten und Sportaktivitäten. Das Studienleben ist eine Spitze. Worin siehst du die Vorteile bzw. Nachteile des Studiums in den Niederlanden? Also die Vorteile sind ganz klar die geringen Klassenstärken und das persönliche und offene Verhältnis zu den Dozenten. Nachteile sind die relativ hohen Unterhaltskosten. Das ist auch der Grund dafür, dass wir oft zusammen kochen. Und außerdem ist das Wetter sehr wechselhaft und teils stürmisch. Was planst du für die Zukunft und würdest du denselben Weg nochmal gehen? Zunächst plane ich erstmal das Studium erfolgreich zu absolvieren. Und den Weg würde ich jederzeit wieder beginnen. Okay, wir wünschen dir weiterhin eine schöne Studienzeit und viel Erfolg für deine Zukunft.